Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde und Förderer der HHO. Und vor allem Sie, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zunächst ein herzliches Dankeschön an Sie alle, die Sie in diesen turbulenten Zeiten an unserer Seite stehen. Wir hatten in diesem Jahr wahrhaft ungewohnte Herausforderungen zu bestehen. Diese haben aber zu einem Gefühl der Machbarkeit, des Machenwollens geführt, die uns näher zusammengebracht haben. Insofern haben wir unser Motto Miteinander Mensch sein ganz direkt erlebt. Und gleichzeitig freuen wir uns über die große und das große Vertrauen, das in uns gesetzt worden ist. Die Menschen, die wir in unserer täglichen Arbeit begleiten, haben viel Verständnis und Geduld für die neuen Corona-Maßnahmen. Und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben bewiesen, wie flexibel sie sind. Andere Arbeitsplätze, Einrichtungen und sogar Unternehmensbereiche. Damit haben sie außerordentlichen Einsatz gezeigt, den wir sehr wertschätzen. Zusammen haben wir innovative Ideen und Konzepte entwickelt, um diese Krise bestmöglich anzugehen und umzusetzen und zu meistern. Dafür ist die HHO sogar mehrfach ausgezeichnet worden. In 2020 haben wir den Deutschen Arbeitgeberpreis gewinnen können, der bundesweit Bildungseinrichtungen honoriert. Außerdem sind wir als familienfreundlicher Arbeitgeber in Stadt und Landkreis Osnabrück zertifiziert worden. Nicht zu vergessen den Exzellentpreis für die Arbeit unserer Werkstätträte im Verbund der Vielfalter. Darüber hinaus haben wir im Austausch mit dem Gesundheitsdienst für Stadt und Land Osnabrück umfangreiche Hygienekonzepte und verbindliche Corona-Richtlinien für unsere Einrichtungen entwickelt. Die HAO ist gut aufgestellt und schafft weiterhin neue Angebote. Im Herbst 2020 haben wir die Kita-Schatzkiste in neuen Räumlichkeiten eröffnet, an der Knollstraße. Weitere Kindereinrichtungen planen wir für 2021. Ein großes Thema im Bereich Wohnen sind selbstbestimmte Wohngruppen. Und in den Osnabrücker Werkstätten stellen wir moderne und zum Teil digital unterstützte Arbeitsplätze zur Verfügung. Grundsätzlich geht hier der Trend hin zu ausgelagerter Beschäftigung mit dem Blick auf Möglichkeiten des Übergangs in den ersten Arbeitsmarkt. Nicht zu vergessen unsere HAO-Verwaltung. Diese wird immer digitaler und agiler. Damit können wir besser und vor allem flexibler auf sich rasch wandelnde Anforderungen im Sozialwesen und in der Behindertenhilfe eingehen. Außerdem haben wir mit dem Autismus-Therapiezentrum, dem Pixel-Labor und dem ZRE, also dem Zentrum für Rehabilitation und Eingliederung Osnabrück, weitere wichtige inklusive Angebote unterstützt. Gemeinsam können wir mehr schaffen. Lassen Sie uns zuversichtlich in das kommende Jahr 2021 gehen. Bitte bleiben Sie uns weiterhin eng verbunden. Und nun freuen wir uns aus Stimmen aus der Mitte der HHO, unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Erwartungen, Wünschen und Standpunkten. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Joachim Böhmer. Sie kennen mich zum Teil vielleicht auch nicht. Ich bin in der Heilpädagogischen Hilfe seit vielen Jahren für die Personalentwicklung verantwortlich. Und Sie erleben mich auch ein Stück sprachlos. Seit vielen Jahrzehnten bereite ich keinen Neujahrsgottesdienst vor. Das gibt mir zu denken, aber gleichzeitig auch nach vorne zu schauen. Denn wir bedürfen spirituelle Kraftquellen alltäglich in diesem Jahr. Ich wünsche Ihnen, dass Sie sich auf diesen Weg machen, diese spirituellen Kraftquellen zu finden, zu suchen und für sich annehmen zu können. Und dafür sage ich nur als einen Wunsch, positiv denken und negativ bleiben. Dankeschön und viel Glück in 2021. Ich heiße Claudia Meyer, arbeite normalerweise in einer Kantine in Sutthausen und vermisse auch meinen Arbeitsplatz, aber bin auch in der Küche zufrieden, im Moment jedenfalls, weil ich bin froh, überhaupt Arbeit zu haben und wünsche mir, dass es bald besser wird. Hallo, mein Name ist Ingo Fricke. Ich bin normalerweise in der Kantine tätig, aber im Moment bin ich bei Christoph Seidel als sozusagen als Aushilfe. Aber
Ich werde wieder in die Kantine gehen und natürlich wünsche ich fürs neue Jahr, dass alle Kollegen und auch Angestellte gesund bleiben, dass die Läden wieder aufhaben und einfach nur viel Gesundheit, Glück. Hi, ich bin Christiane Hoffmann und ich wünsche mir für 2021, dass das alles besser wird und dass dann auch, ich würde mich auch freuen, wenn die Läden alle wieder aufhaben und so, dass man mal in ein Kaufhaus wieder mal reingehen kann und dass alle gesund und munter bleiben, dass alle gesund und munter in den Frühjahr reingehen. Das wünsche ich mir. Hi, mein Name ist Kim Rittinghaus und ich arbeite im wundervollen Montessori Familienzentrum in Melle-Neunkirchen. Ich wünsche mir für 2021, dass wir schaffen, die Chancen von Corona zu entdecken und viele Menschen sich impfen lassen, dass wir so schnell wie möglich für die Kinder hier im Kindergarten und auch sonst einen Alltag wiederherstellen können. Alles Gute für euch alle. Also ich heiße Nicole Manowski, arbeite in der Küche und bin 44 Jahre alt und also ich fand das ganz schön, dass wir hier auch zusammenhalten und dass wir auch weiterhin auch immer so gut zufrieden sind. Also ich wünsche mir für dieses Jahr also auch eine Impfung und dass wir auch ohne Masken auskommen und dass wir überall hingehen können zum Schwimmen, Kino und Freunde besuchen. Und ich bin Stefan Uffmann, bin mein Markus Gerwe sonst und ich wünsche, dass man bald wieder ohne Maske Bus und Zug fahren kann und dass auch alle Läden wieder aufmachen. Guten Tag, ich bin der Schultrainer von der Küchenschule und ich wünsche euch ein frohes Jahr.